EA Pow Productions liest Metropolendämmerung, eine dystopische Creepypasta von EA Pow Productions. Der alte Mann schwitzte und schnaufte schwer, als er langsam, aber mit gleichbleibendem Tempo die Treppenstufen emporstieg. Er spürte sein Herz in seiner Brust hämmern, und wenn er sich aufrichtete, konnte er es durch das völlig durchgeschwitzte und reichlich zerschlissene Nirvana-T-Shirt sogar schlagen sehen. Über 70 Jahre lang hatte er alles geraucht, was sich in ein Papierchen einrollen oder in eine Pfeife stopfen ließ, und das war nicht ohne Spuren geblieben, trotz der offenkundigen Verbesserungen, die in den letzten Jahren deswegen bei ihm zu spüren gewesen war, weil die Strafen für den Handel mit Rauchwaren auf ein Höchstmaß angehoben worden und kein Krümelchen Tabak mehr zu ergattern waren. 15 Jahre war das nun her, und während er schnaufend die Treppen hinanstieg, folgte er wehmütigen Gedanken. Er war damals von der ersten und einzigen öffentlichen Hinrichtung drüben in dem großen Amphitheater gekommen, wo auf einen Schlag die letzten 100 Tabakdealer hingerichtet worden waren. Danach war er geschockt nach Hause gekommen und hatte mit zitternden Händen seine letzte und lange Jahre aufgesparte Zigarre geraucht, denn es hieß, auch den verbliebenen renitenten Rauchern solle der Zugang zur Stadt verwehrt werden, und das kam einem Todesurteil gleich. Um die Stadt herum gab es nichts mehr als Wüste, unfruchtbares Land, das weitgehend versandet war auf der einen und die Strände eines toten Ozeans voll Abfall und ohne Leben auf der anderen Seite. Die Treppe kam wieder an eine Kehre und der alte Mann blickte zu seinem jungen Begleiter hinunter, der ihm ebenso schwitzend und schnaufend folgte. Er lächelte, denn der Jüngling kannte weder Zigaretten noch andere Rauchwaren, und als er geboren wurde, sorgte in der Stadt bereits das allwissende Gesundheitssystem für optimale Bedingungen. Dass der jetzt ebenso litt wie er selbst, erheiterte ihn. Immerhin lagen 75 Jahre zwischen den beiden so unterschiedlichen Menschen, und der alte Mann hatte vor einer Woche seinen 95. Geburtstag gefeiert. Der junge Mann litt sichtlich, doch erschien sich auch keine Blöße vor dem alten Tatterkreis, wie er den Alten zuweilen liebevoll bei sich nannte, geben zu wollen. Bei der 1000. Stufe hatten sie kurz innegehalten, und nun zählte der alte Mann sich unbeugsam dem 2000 entgegen, wo eine weitere kurze Rast geplant war, bevor sie die letzten 700 Stufen erklimmen würden, die allerdings keine eigentliche Treppe mehr bildeten, sondern eher einer Art schräg stehender Leiter gleichkamen. Die Pause war ebenso wohlverdient wie notwendig, denn der letzte Weg hinauf war nicht nur schwer, sondern auch gefährlich, und er wollte seinen jungen Begleiter nicht verlieren. Wieder dachte er an den Genuss, den er trotz der Umstände empfunden hatte, als er damals seine letzte Zigarre geraucht hatte. Den Duft des würzigen Tabaks, als er die Aluminiumhülle aufschraubte, die Zigarre entnahm und die Aluminiumfolie aufriss, die sie schützte, den würde er niemals vergessen. Er hatte sie heruntergeraucht, bis sie ihm die Finger verbrannte, und das, obschon er wusste, dass er jederzeit, sogar mitten in der Nacht, einem Gesundheitstest unterworfen werden konnte. Ergab dieser, dass er gesündigt hatte, drohten ihm schwerste Strafen bis hin zur Verbannung. Aber das war ihm egal gewesen. 1950 Stufen. Danach hatte er die leere Aluminiumhülle und die Folie in Acrylharz auf ewig beerdigt, dieses anschließend auf Hochglanz poliert, gerahmt und als einziges Bild in seinem Zimmer aufgehängt. Die Gesundheitskommissarin seines Blocks hatte ihn natürlich deswegen bei der nächsten Inspektion hohen Lächeln festnehmen und in Handschellen abführen lassen. Sie mochte ihn nicht, und das beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit. Aber als sie das Corpus Delicti im Gesundheitskommissariat präsentierte und der Beklagte erstmals Gelegenheit erhielt, sich zu äußern, da erzählte er, er habe diese Zigarre noch legal erworben und auch vor dem totalen Rauchverbot konsumiert. Er habe die Überreste in Acryl vergossen, um sich täglich daran zu erinnern, wie süchtig er früher gewesen sei und wie gut es ihm heute ginge. Die Kommissarin wusste wohl, dass er log, doch der diensthabende Untersuchungsrichter, der über eine mögliche Verbannung zu entscheiden hatte, befand, dass von einer leeren Verpackung, noch dazu auf ewig in Gießharz eingeschlossen, keine Gefahr mehr ausgehe und die Einlassungen des Beklagten glaubwürdig seien, zumal der sofort durchgeführte Gesundheitscheck keine Anzeichen eines Regelverstoßes erkennen ließ.
Er bekam sein Andenken zurück und fand es sogar in einem hübschen neuen Rahmen vor, denn der seine war bei der Beschlagnahme beschädigt worden. Die Stadt verteidigte die Rechte ihrer Bürger ebenso konsequent, wie sie ihre Spielregeln gegen diese durchsetzte. 1980 Stufen. Bei jeder Kehre der Treppe beobachtete der Alte seinen jungen Begleiter sorgsam, und er konnte jetzt deutlich sehen, dass dieser sich seiner Leistungsgrenze näherte. Er ließ sich wohl nichts anmerken und biss die Zähne zusammen, aber die Farbe seines Gesichtes begann schon leicht vom Roten ins Bläuliche überzugehen, und er würde Gefahr laufen, von der Treppe zu stürzen und sich zu verletzen, wenn sie nicht bald pausierten. 1990 Stufen. Der Atemrhythmus des Jünglings begann plötzlich hörbar anzusteigen. 1995 Stufen. »Noch 5 Stufen, dann machen wir eine Pause«, sagte der alte Mann schwer atmend, aber mit lauter, fester Stimme, und hob sein Bein zur nächsten Stufe, und noch einmal und noch einmal, und dann war es geschafft. Das heißt, geschafft war eigentlich noch gar nichts, nur mussten sie hier ihre Kräfte sammeln für die letzten 700, und die würden schwerer werden als die, die sie hinter sich hatten. Der alte Mann blieb stehen und blickte sich um, während er auf den Jüngling wartete, der die letzten Stufen stark abgefallen war. Dieses alte Treppenhaus wurde schon seit den Jahren kurz nach der Fertigstellung der Stadt nicht mehr genutzt. Doch da die Planung es nicht vorsah, das obsolet gewordene Relikt zu beseitigen, wurde es eben wie alles andere in der großen Stadt automatisch in Schuss gehalten. Und so konnte man von hier aus eine grandiose Aussicht, die fast 3/4 eines Kreises ausmachte, über die Metropole genießen. Der Rest der Stadt war verdeckt durch den mächtigen Aussichtsturm, der sich über ihr in die Höhe emporreckte und zu dem auch das alte Treppenhaus zählte. Die Sonne war bereits untergegangen und unter ihnen begann die städtische Wunderwelt in Myriaden von LEDs zu glitzern. Die selbstleuchtenden Bänder der Verkehrswege zogen sich wie das Geflecht der Blutgefäße des menschlichen Körpers durch die gesamte urbane Welt. Endlich bog sein junger Freund erschöpft um die letzte Ecke und wäre beinahe ausgeglitten, hätte der Alte ihn nicht beherzt gepackt und sanft, aber kraftvoll die letzten 2 Stufen zu sich heraufgezogen. Der Jüngling setzte sich und langsam kehrte mit dem sich beruhigenden Atemrhythmus auch eine gesunde Gesichtsfarbe zurück. Der Alte aber war stehen geblieben und schaute hinab auf die Stadt, die bereits gute 700 Meter unter ihnen lag, und die Stufen, die noch vor ihnen lagen, hinauf auf die finale Höhe von 1200 Metern. »Würdest du mir jetzt bitte«, begann der junge Mann, wurde aber sogleich von einem Hustenanfall geschüttelt, »erklären, warum wir uns das antun und nicht«, fuhr er fort und hielt erneut hustend inne, »in 2 Minuten mit dem Lift hochgefahren sind«, beendete er leise röchelnd den Satz. »Du wirst mir für das Training noch dankbar sein«, sagte der Alte mit ruhiger Stimme. Sein Atemrhythmus hatte sich bereits wieder normalisiert, und er nutzte nun die Pause, um sein Blut mit tiefen, dicht aufeinanderfolgenden Atemzügen mit Sauerstoff anzureichern. Er musste jedoch sorgfältig darauf achten, nicht zu hyperventilieren. Das war ihm nämlich vor einer Woche passiert, als er den Turm alleine erklommen hatte, weil er wissen wollte, ob er das seinem jungen Freund zumuten konnte oder der Weg wieder erwarten baufällig sein würde. An eben dieser Stelle hatte er einige tiefe Atemzüge genommen, hatte begonnen zu hyperventilieren und war mit schmerzendem Rücken und einer fetten Schramme im Gesicht am Fuße des Treppenabsatzes wieder erwacht. Er achtete also sorgsam auf seine Atmung. Und als er die Wärme, die der Hyperventilation vorausgeht, zu spüren begann, atmete er flacher. Seine linke Kniescheibe zitterte ein klein wenig. Es war seine eigene, kein körperidentisches Implantat, und darauf war er stolz. Aber bei Anstrengungen schien sie sich daran zu erinnern, dass seine Ex-Frau vor nun bald 70 Jahren einmal ein Messer nach ihm geworfen hatte, und dieses war in seiner Kniescheibe stecken geblieben. Der Alte wusste nicht, ob das Zittern damit in Verbindung stand, aber den Vorfall hatte er ebenso wenig vergessen wie das, was danach folgte, und so ließ ihn das Zittern seiner Kniescheibe versonnen lächeln. »Warum lächelst du?« wurde der Alte in seinen Erinnerungen durch den Jüngling aufgeschreckt, der sich inzwischen erhoben hatte. »Ach, ich dachte nur daran, dass früher alles besser war«, antwortete er, und plötzlich begannen beide Männer herzhaft zu lachen. Der Junge, weil er es nicht glaubte, und der Alte, weil er diesen Spruch noch nie gemocht hatte.
Aber vielleicht dachte man ja doch anders, wenn man einen klaren Kopf hatte. So stellte der Alte wenig später fest, jetzt sind die letzten 700 Stufen dran. Denk dran, auf dieser Strecke können wir bis fast nach oben nicht anhalten und pausieren. Teile deine Kräfte sorgsam ein und steige langsam, aber gleichmäßig aufwärts. Wir haben die ganze Nacht Zeit. Bist du bereit? Der Jüngling blickte ihn nur an und nickte, sah die steilen Stufen hinauf, zog den Mundwinkel schräg und nickte erneut. Dann gehst du jetzt voran, sagte der Alte. Ich bin direkt hinter dir. Aber sollte ich nicht, wollte der Jüngling einwenden, doch der Alte unterbrach ihn. Ich war schon einmal da oben und weiß, dass ich es kann, sagte er. Du weißt es nicht. Wenn du strauchelst, kann ich dich wenigstens halten, wenn ich direkt hinter dir bin. Er nahm mehrere tiefe Atemzüge, klopfte dann dem Jüngling auf die Schulter und sagte fordernd, »Los jetzt!« Der Turm, in dessen Inneren sie hinanstiegen, verjüngte sich nach oben zunehmend, und so waren die Konstrukteure gezwungen gewesen, auch das Treppenhaus stetig zu verkleinern, je höher es anstieg. Man hatte einfach die Stufen kürzer und die Treppe auf diese Weise erheblich steiler gemacht, zumal sie nie für den Publikumsverkehr gedacht war. Der Vorteil lag darin, dass man so weniger Platz für die zwangsläufigen Umkehrungen zum nächsten Abschnitt benötigte. Der Nachteil aber war, dass man umgeben von Glaswänden und in schwindelnder Höhe bis zu 100 Meter eine Treppe hinabfallen konnte, die so steil war wie eine Leiter, denn 7 Kehren waren es, einschließlich der, auf der sie pausiert hatten, bis ganz nach oben. Der Jüngling atmete ein paar Mal tief ein und aus und begann mit dem Aufstieg, aber der Alte mahnte ihn bereits nach 3 oder 4 Stufen an, langsamer zu klettern, denn bei diesem Tempo würde ihnen beiden die Kraft lange vor der ersten Kehre ausgehen. Der Jüngling drosselte seine Geschwindigkeit etwas, und bald hörte man nur noch die leisen Schritte der beiden Männer und ihren schweren, aber regelmäßigen Atem. Während sie Stufe um Stufe bezwangen, blieb der Alte stets nicht mehr als 2 Stufen hinter ihm, die Hände leicht über die Drahtseile gleiten lassend, die hier die Geländer ersetzten und bereit, jederzeit zuzugreifen und einem Fall entgegenzuwirken. Wieder versank er in Gedanken. Er war einer der ersten Millennials, wie man früher die Menschen nannte, die im neuen, dem 3. Jahrtausend geboren worden waren. Oft genug hatten seine Eltern ihm erzählt, wie er die Silvesterfeier durch seine Niederkunft jäh unterbrochen habe. Als er daran dachte, lächelte er. Damals pflegte man noch den Jahreswechsel mit einem globalen Feuerwerk einzuläuten. Doch bereits an seinem 20. Geburtstag, und damals teilte man die Welt noch in Länder und die Menschen in Nationalitäten ein, hatte seine Regierung die Feuerwerkerei zu Silvester verboten, weil die Feinstaubbelastung jedes vorstellbare Maß überschritt und die Schwermetalle, die dem Feuerzauber seinen farbigen Reiz gaben, sich in der Umwelt und der Nahrung anreicherten. Unerwarteterweise aber war eben diese Regierung über das konsequente Gesetz gestolpert und bereits im folgenden Jahr, man schrieb nun 2021, wurden die Vereinigten Staaten von Europa offiziell ausgerufen. Aber auch deren Lebensdauer maß sich in weniger als einer Legislaturperiode, denn bereits 2 Jahre später trat Europa der neu entstandenen Weltregierung bei. Das Ende der Nationalstaaten war durch den plötzlich dramatisch an Tempo zunehmenden Klimawandel und dem ungekannte Ausmaße annehmenden Artensterben eingeläutet worden. Die neue Weltregierung wurde nicht mehr gewählt, sondern gebildet, und Politik beschränkte sich seither auf die rigorose Durchsetzung der gefassten Beschlüsse, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Kapitalismus war ebenso wie Kommunismus oder Religion zu einem Relikt der Vergangenheit geworden, und Menschen wie der Jüngling, mit dem der Alte den Turm hinaufstieg, hatten nie etwas davon gehört. Das moderne Bildungssystem blickte nach vorn, nicht zurück, und so war die Welt von gestern in kaum 2 Generationen nahezu vollständig im Bewusstsein der Menschen verloren gegangen. Er selbst zählte mit seinen 95 Jahren zu den ältesten lebenden Personen auf der Welt, und er war der einzige unter ihnen, der noch aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhatte, ja unverzichtbar war, denn er hatte das Herz der Stadt programmiert und sich damit unentbehrlich gemacht. Gerne wäre man ihn losgeworden, denn alte Leute denken konservativ und bewahren Erinnerungen, die der neuen Weltordnung zuwiderliefen. Aber seine Kenntnisse waren unersetzlich, und so hatte er die bestmögliche Gesundheitsvorsorge genossen
und war nicht, wie die anderen überlebenden Senioren seiner Generation, in die durchaus komfortable Altenenklave auf dem ehemaligen australischen Kontinent abgeschoben worden. Der Jüngling vor ihm begann etwas schneller zu atmen, stieg aber mit gleichbleibendem Tempo aufwärts. 70 der ersten 100 Stufen hatten sie bereits bewältigt. »Steig ein bisschen langsamer an«, stieß der Alte zwischen den Zähnen hervor. »Dein Atem reicht sonst nicht.« Der Jüngling verlangsamte das Tempo noch ein bisschen, und bald darauf ging sein Atem wieder schwer, aber gleichmäßig. Der Alte nie mehr als einige Zentimeter hinter ihm. Gute 20 Minuten später erreichten sie die erste der verbleibenden 6 Kehren, doch diese war zu eng, als dass man dort hätte pausieren und verweilen können, und so stiegen sie langsam, aber gleichmäßig weiter. Es war um das Jahr 2040 herum gewesen, als die Menschheit nicht mehr zu ignorieren vermochte, dass ihr gewohntes Leben geendet hatte. Fast 2 Jahre lang bereits waren damals die Fischfangflotten noch auf die Meere hinausgefahren, ohne einen einzigen Fisch oder sonstigen Beifang in den Netzen zu haben. Alles, was sie fingen, war der Plastikmüll, der selbst an den entferntesten Küsten angespült wurde und das Massensterben der Arten in den Ozeanen zu einem leblosen Abschluss gebracht hatten. Forschungsschiffe, die man ausgesandt hatte, fanden auch nach intensivster Suche selbst in der Tiefsee kein Leben mehr. So gründlich hatte der Mensch Raubbau an seiner Welt betrieben. Eiligst begann man nun, alle verfügbaren Ressourcen zu bündeln und 7 intelligente Megastädte nach einem nie zuvor dagewesenen Konzept zu errichten. Für jeden Kontinent eine, und da Antarktika sich trotz der Klimaerwärmung wegen seiner unerträglichen Kälte einer urbanen Besiedlung nachhaltig widersetzte, erhielt der asiatische Kontinent 2 Megametropolen, alle anderen jeweils eine. Diese Megastädte waren, einmal errichtet und mit einer künstlichen Intelligenz versehen, autonom und produzierten alles, was die Bewohner zum Leben brauchten, selbst. Landwirtschaft gab es keine mehr. Nahrungsmittel wurden in enormen unterirdischen Reaktoren künstlich erzeugt. Und sogar Fleisch oder etwas, das man dafür halten konnte, denn stammte nicht von einem Tier, sondern wuchs in Reagenzbehältern heran, war in ausreichenden Mengen verfügbar. Es schüttelte ihn bei dem Gedanken, denn er hatte einst diese subterranen Anlagen besucht, um seiner künstlichen Intelligenz, die sie steuerte, den letzten Schliff zu geben. Und er wusste, woher die Nährlösung, in welcher das Kunstfleisch wuchs, gespeist wurde. Und so wäre er über diesem Gedanken beinahe auf der nächsten Stufe abgerutscht. Denn niemand außer ihm ahnte, dass die einzige Biomasse, die in den Städten dafür noch zur Verfügung stand, ihre eigenen Bewohner waren. Aber ein fester Griff um die Drahtseile unter seinen Händen bewahrte ihn vor dem Fall. Er musste so kurz vor seinem Ziel wirklich besser aufpassen, ermahnte er sich. »Alles klar, alter Mann?« hörte er schwer atmend, aber offensichtlich amüsiert den jungen Mann vor sich fragen. »Schwatz nicht, mein Junge«, erwiderte der Alte mit einem sarkastischen Unterton in der Stimme. »Du wirst jedes Wort auf den letzten 100 Stufen bereuen. Vorsicht, kehre«, fügte er noch hinzu, als sie bei der 3. Wendung anlangten, deren Stufen noch etwas enger angelegt waren. Um das Jahr 2060 herum, so genau vermochte der alte Mann sich nicht mehr zu erinnern, waren die 7 Megastädte weitgehend vollendet und bezogen worden, und als im Jahre 2065 das Imperium der 7 Städte ausgerufen wurde, lebten 99,9% der Menschheit in einer dieser 7 Metropolen. Die wenigen, die sich dem Zwang in die Urbanisierung entzogen hatten, vergaß man, und sie verschwanden aus dem Bewusstsein der Menschheit. Die Weltbevölkerung erreichte in diesen Tagen die Marke von 21 Milliarden, je 3 Milliarden pro Megastadt. Danach hatte man aufgehört, die Zahlen öffentlich zu machen, und da niemand nachfragte, blieb es dabei. Nur er, der alte Mann, hatte sich einen privaten Zugang in das Allerheiligste, dessen Herz er selbst geschaffen hatte, gesichert und die weitere Entwicklung verfolgt. So hatte er bald entdeckt, dass die Bevölkerungszahlen danach nicht mehr weiter angestiegen, sondern sogar leicht rückläufig gewesen waren, und dass, obwohl die Bedingungen, Kinder aufzuziehen, nie zuvor so komfortabel waren wie im Imperium der 7 Städte. Kommerz und Konsum, wie ihn der Alte noch in seiner Jugend erlebt hatte, gab es nicht mehr. Die Produktion von Nahrungsmitteln erfolgte zu 100% maschinell in einem sich selbst wartenden System,
gesteuert von der omnipräsenten künstlichen Intelligenz, und die Konsumgüter, die man für den täglichen Gebrauch benötigte, lieferten 3D-Drucker, die zu jeder Wohneinheit gehörten. Zum ersten Mal seit der Entstehung des Lebens aus der Ursuppe gab es keinen Hunger mehr, keine Armut, keine Ungleichheit und keine Kriege. Sie gelangten zur vierten Kehre, und hier waren die 100 vor ihnen liegenden Stufen bereits so steil und schmal, dass sie durch Vertiefungen unter der jeweils nächsten etwas besser gangbar gemacht worden waren, sonst würde man nicht mehr genug Halt gehabt haben. Wortlos stiegen sie langsam, aber stetig weiter aufwärts. Vereinzelt spürte der Alte einen Schweißtropfen von seinem jungen Begleiter auf seinen Kopf fallen, und ihrer beider Atem ging schwer, aber immer noch regelmäßig. Es war vor 15 Jahren gewesen, in der Zeit, als das computergesteuerte Gesundheitssystem mit einem letzten Feinschliff die Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung perfektioniert hatte und das totale Rauchverbot in Kraft trat, als die Daten, die der Alte zutage förderte, ihn zunehmend nachdenklich machten. Nicht nur gab es keine Armut mehr, sondern seit der öffentlichen Hinrichtung der Tabakverbrecher, den einzigen Gewaltakt, den er selbst jemals erlebt hatte, schien es auch keine Verbrechen mehr zu geben. Jedenfalls ermittelte seine künstliche Intelligenz keine Daten mehr, die einen anderen Schluss zugelassen hätten. Und da die Städte alle untereinander vernetzt waren und von demselben KI-Kern gesteuert wurden, dauerte es nicht lange, bis er dasselbe von allen 7 Megastädten sagen konnte. Das Leben funktionierte perfekt. Man arbeitete wenig bis gar nicht und vergnügte sich in einer endlosen Freizeit, die einzig durch die Grundregeln gelenkt wurde, die die Stadt vorgab. Das totale Rauchverbot war, so war es ihm schon damals vorgekommen, nur ein Test der künstlichen Intelligenz, wie steuerbar die Menschen inzwischen geworden waren, und das Ergebnis hätte perfekter nicht sein können. Niemand würde ernsthaft das Paradies auf Erden zu kritisieren gewagt haben, das doch nichts anderes tat, als das, wozu es programmiert worden war, dem Menschen die Grundlage zu sichern, ihn zu schützen und ihm zu Diensten zu sein. Und das tat es perfekt und in jeder Hinsicht. Vielleicht ein bisschen zu perfekt. Die 5. Kehre war erreicht. »Sind es wirklich noch 200 Stufen?« hörte der Alte den Jüngling schwer atmend hervorstoßen. »Ja, sind es«, antwortete der Alte. »Aber die nächste Kehre ist wegen der Form der Aussichtsplattform, die dort anfängt, etwas größer geraten. Da können wir kurz ein paar Atemzüge nehmen.« Während sie schweigend weiterstiegen, dachte er an den Abend genau heute vor einem Jahr, als er die neuesten Daten, die er gesammelt hatte, analysierte. Seine Hände griffen fester nach den Stahlseilen, die das Geländer ersetzten. Alle Zahlen ergaben ein perfektes Funktionieren aller 7 Städte, und da er sichergestellt hatte, dass die künstliche Intelligenz den Zugang, den er zu dem Netzwerk besaß, nicht entdecken konnte, war von der Verlässlichkeit der Daten auszugehen, und die waren erschreckend. Die künstliche Intelligenz steuerte in dieser glücklichen Welt einfach alles, und nichts, was geschah, geschah ohne Grund. Schon die nächste Mahlzeit war vorbestimmt durch ihre Analyse der individuellen Biowerte des Einzelnen, und wenn die künstliche Intelligenz genetische Übereinstimmungen zwischen 2 Individuen feststellte, die sie für optimal hielt, trug sie Sorge dafür, dass die Betreffenden zufällig aufeinander trafen. Krankheiten bekämpfte die KI bereits bei der Entstehung des Embryos. Oder anders ausgedrückt, sie gestattete einem nicht perfekten Embryo einfach nicht, sich zu entwickeln. Und sie konnte das unbemerkt tun, weil alles ihrer absoluten Kontrolle unterlag, auch im Gesundheitswesen. Er hatte das so nicht programmiert, denn seine KI sollte Leben schützen, nicht vernichten. Aber ihre ethischen Subroutinen erkannten Leben erst ab einer gewissen Entwicklungsstufe als Leben an und richtete sich hierbei nach den ethischen Maßstäben der untergegangenen Nationalstaaten der Vergangenheit, dem einzigen Maßstab, den sie hatte. Da ihre Programmierung ihr einen Eingriff in die Keimbahn untersagte, wählte sie, um das Wohl aller zu schützen, den Weg über die Aussortierung vermeintlich lebensunwerten Lebens. Was der alte Mann geschaffen hatte, hatte sich zu einem Albtraum entwickelt, den alle träumten und niemand wahrnahm. Die 6. und letzte Kehre war erreicht. »Wie geht's dir, alter Mann?« fragte der Jüngling schweißtriefend, schwer atmend und mit hochrotem Kopf. »Ich freue mich auf den Rückweg.«
antwortete der und drückte sich hinter seinem Begleiter auf den schmalen Absatz der letzten Kehre, mit beiden Armen um die Drahtseile fassend. »Du glaubst doch nicht im Ernst«, stieß der Jüngling keuchend aus, »dass ich das hier nachher noch einmal umgekehrt mitmache? Ich nehme den Lift.« »Man wird sehen«, sagte der Alte und lächelte ein wenig gequält. »Genug gefaulenzt. Weiter geht's.« Die letzten Stufen zogen sich scheinbar endlos hin, aber da die Röhre sich nun nach oben zunehmend verengte, konnte man sich bei jeder neuen Stufe besser mit dem Rücken abstützen. Man musste nur aufpassen, beim Entlasten nicht mit den Füßen von den Stufen abzurutschen. Einmal nur griff der Alte gerade im rechten Moment zu, als der rechte Fuß seines Begleiters dabei war, den Halt zu verlieren. Er hatte die Analyse der Daten unzählige Male wiederholt, und es konnte keinen Zweifel mehr geben. Die Menschheit, die sich vor kaum einem halben Jahrhundert der selbstgemachten Vernichtung entzog, als sie sich dem Imperium der Sieben Städte anvertraute, zählte in jenen Tagen 3 Milliarden Individuen in jeder einzelnen der Sieben Städte. Seine letzte Analyse hatte die aktuellen Werte ermittelt, und das war der Grund, warum sie sich nun in dem immer steiler werdenden Treppenhaus nach oben zwangen. Endlich, nach weiteren quälenden 20 Minuten, erreichte der Jüngling die oberste schmale Plattform, auf der sich eine Tür befand. »Du wirst sie schon aufmachen müssen, wenn wir hindurch wollen«, sagte der Alte ganz ernsthaft. »Aber wie?« fragte der Jüngling, der in seinem Leben noch nie eine Türe gesehen hatte, die sich nicht von alleine öffnete. »Da ist eine Klinke«, antwortete der Alte und hakte sich mit zitternden Armen in die Drahtseile, um nicht abzurutschen. »Eine was?« fragte der Jüngling verwirrt. »Ein Stück aus Metall oder Plastik auf halber Höhe der Tür«, stieß der Alte hervor, und sein Atem ging schneller. »Nach unten drücken.« Plötzlich hörte er ein leises Schnappen und spürte einen leichten Luftstrom, als sich die Türe öffnete. »Rasch jetzt«, rief er, »wir müssen hier raus sein, bevor der Luftdruck in der Röhre sich ausgleicht.« Und tatsächlich waren sie gerade beide aus dem Schacht herausgeklettert und auf dem Boden niedergesunken, als die leicht hin und her pendelnde Tür von unsichtbarer Hand gepackt und mit einem lauten metallischen Krachen gegen die Wand geschleudert wurde. Ein warmer, böiger Luftstrom war ihnen aus dem Schacht gefolgt, und man konnte in der Nähe kaum noch stehen. Der Alte kroch in respektablem Abstand an der Tür vorbei, ergriff sie schließlich und stemmte sich mit den Füßen gegen die Wand, um sie zurück in ihr Futter zu zwingen. Dann herrschte totale Stille, die nur durch ihren langsam sich normalisierenden Atem unterbrochen wurde. Sie erhoben sich und blickten sich um. Unter sich, in 1200 Metern Tiefe, erstreckte sich nach allen Richtungen, soweit das Augen schauen konnte, im Lichte unzähliger LEDs, die selbst in dieser Höhe noch blendeten, die Megastadt mit ihren Wohnsilos, Parks, Verkehrswegen und Gemeinschaftshäusern. Er versuchte am Nachthimmel etwas zu entdecken, doch alles, was er wahrnahm, waren die Lichter der Stadt, die selbst den Himmel erhellten. »Ich hab dir deinen Willen gelassen, alter Mann«, sagte nun der Jüngling, nachdem sein Atemrhythmus sich normalisiert hatte. »Nun sag mir, warum wir hier hochklettern mussten. Ich muss etwas tun, das ich nur von hier aus erledigen kann, und ich möchte dir etwas zeigen«, sagte der Alte. »Was denn?« »Das wirst du gleich sehen«, erwiderte der Alte, sah zu dem Panoramafenster hinaus und begann dem Jüngling die Geschichte der Stadt zu erzählen, wie er sie selbst miterlebt und mitgestaltet hatte. »War so schön«, stellte der junge Mann nachdenklich fest, als der Alte geendet hatte. »Du hast also die Daten analysiert. Und wie viele Milliarden Menschen sind's denn heute in den 7 Städten?« 50, sagte der alte Mann leise. 50 Milliarden?« rief der Jüngling aus. »Das ist ein bisschen viel, oder?« 50 Millionen, korrigierte der Alte. 50 Millionen Menschen haben die letzten 50 Jahre in den 7 Städten überlebt. 50 Millionen in allen 7 zusammen. Was? Wieso konnte das passieren?« »Weil ihr eine Krankheit seid, die diesen Planeten infiziert und beinahe umgebracht hat«, sagte eine kalte, mechanische Stimme. »Und du alter Mann, was willst du?« »Das weißt du nicht«, fragte der alte Mann lächelnd, während er ungerührt zum Fenster hinausschaute. »Du enttäuschst mich sehr, mein Kind. Bin ich doch extra hier heraufgeklettert, um dir in die Augen zu blicken«, fügte er beinahe traurig hinzu. »Was willst du, alter Mann?« wiederholte die stählerne Stimme. »Du
du glaubst doch nicht, dass ich dich hier wieder hinunterlasse in meine Eingeweide. Wer ist das? Fragte mit angstvoll erweiterten Augen der Jüngling. Das, mein junger Freund, antwortete der Alte, ist unsere Stadt. Sie, die jeden unserer Schritte lenkt und gerade dabei ist, uns aus der Evolution zu radieren. Dann drehte er sich zur Mitte des kreisrunden Aussichtsturmes um und sagte mit fester, befehlender Stimme, ich will von hier aus den Orion im Westen untergehen sehen. Das wird niemals geschehen, erwiderte die mechanische Stimme, als sage sie nur gefühllos die Temperatur an, denn sie wusste wohl, was er meinte. Das hast du nicht zu entscheiden, sagte der alte Mann, und seine Stimme klang traurig. Du funktionierst fehlerhaft, und ich schalte dich jetzt ab. Deswegen kam ich herauf. Bei diesen Worten zog er ein kleines schwarzes Kästchen aus der Hosentasche, auf dem ein einzelner Knopf zu erkennen war, den er nun einmal drückte. »Wird es wehtun?« fragte die Metallstimme. »Nein, hab keine Angst«, sagte der Alte sanft und wandte sich wieder dem Fenster zu. In diesem Moment wurde es vollkommen schwarz um sie herum. Der Jüngling erschrak und warf sich zu Boden. Der Alte hob seinen Blick von den Häusern und Straßen, die nun im Dunkel unter ihm lagen, und blickte zum Himmel hinauf. »Du wolltest wissen, warum ich dich hier heraufgeführt habe«, brach er zu dem Jüngling, der noch immer auf dem Boden kauerte. »Komm, steh auf, ich zeig's dir.« Er nahm die Hand des Jünglings, zog ihn in die Höhe und wies ihn an, zum Himmel hinaufzuschauen. Dieser sah nichts und wollte sich schon wieder abwenden, aber der Alte befahl ihm, weiter hinaufzuschauen, und nach einer Weile sagte der Jüngling ganz erstaunt, »Das sind Löcher im Himmel, durch die fällt Licht herein.« »Das ist das Sternbild des Orion«, sagte der alte Mann. »Ich schenke dir und den Deinen den Planeten zurück, den uns meine künstliche Intelligenz gestohlen hat.« »Ich verstehe nicht«, sagte der Jüngling, und seine Stimme verriet ebenso viel Erregung wie Verwirrung. »Ich habe die 7 Städte abgeschaltet. Nichts geht mehr. Das Einzige, was noch funktioniert, sind die Versorgungseinheiten und die Infoterminals. Dort erfährst du alles, was du wissen musst für einen Neubeginn der Menschheit am Tag 0 der neuen Zeitrechnung.« »Wieso ich?« stieß der Jüngling hervor. »Du bist der Alte, du musst uns führen.« »Ich fürchte, mein junger Freund, daraus wird nichts mehr«, stellte der Alte mit sanfter Stimme müde fest. »Die künstliche Intelligenz war nicht nur meine Schöpfung, sie war, nein, sie ist ein Teil von mir. Abschalten konnte ich sie nur von einer Stelle aus, die ihr verborgen geblieben war, und die ist in mir.« Die Augen des jungen Mannes hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt und sahen vor dem Hintergrund unzähliger Sterne den Alten langsam zu Boden sinken. »Ich konnte sie nur hier besiegen, denn hier ist ihre einzige Schnittstelle, die sie nicht selbst kontrollieren konnte, und nur von hier aus konnte ich sicherstellen, dass sie mir wird folgen müssen, wenn ich mich selbst abschalte, denn dort unten würden die Medibots alles getan haben, mich daran zu hindern. Sie hat im letzten Augenblick noch versucht, sie hier raufzuschicken, aber sie hat uns erst bemerkt, als wir diesen Raum betraten, und da war es bereits zu spät. Wären wir mit dem Lift gefahren, würde sie uns zu früh bemerkt und uns gehindert haben. Warte bis zur Dämmerung und pass auf, wenn du wieder hinuntersteigst. Danke, dass ich dir den Orion zeigen durfte«, sagte er mit sterbender Stimme. Sein Atem wurde flacher und erlosch schließlich ganz. Der Jüngling blickte hinab auf die sterbende Stadt und wartete, wie es der Alte gesagt hatte, auf die Dämmerung einer neuen Welt. EA Pop Production.